Hey Leute, neuer Vlog. Ich begrüße euch mal wieder und ihr seid nämlich jetzt gerade sogar direkt dabei, wie ich mein Lookbook drehe. Ich habe jetzt schon eines der Outfits hier an, denn ich habe ja letzte Woche, also habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, ein Osterlookbook hochgeladen und dafür drehe ich jetzt nämlich gerade noch und wir sind jetzt schon beim letzten Outfit mit den Schuhen und der Hose und dem Zeltoberteil, wie irgendwie jeder, der mich trifft, sagt. Aber ich liebe das und ja, ich würde jetzt sagen, viel Spaß beim Vlog und ihr könnt jetzt mal zusehen, wie ich so ein Lookbook filme. Paula. Paula, komm her. Ja, komm schnell, komm her. Du. Sieht man mich noch? Du. Okay, ihr seid leider im Weg, deswegen muss ich euch jetzt mal kurz wieder ausmachen. Aber das war mein Lookbook und hier ist Flori fleißig am Drehen. So, wir sind jetzt bei Primark. Wir gucken jetzt hier gerade nach super süßen Hosen und so. Die ist auch geil, weil die so weich ist. Aber ich habe noch nicht das Richtige gefunden irgendwie. Für die ja mega süß ist. Eine Reese's Oberteil. Kennst du das hier? Das ist von diesen aus den USA. Reese's. Findet Nemo. Ich glaube, dieses Mal ist nichts dabei für mich. Flo geht schwer bepackt aus dem Primark raus. Weil Flo da so gerne einkaufen geht. Hast du denn auch was gekauft, und weil du da so gerne einkaufen gehst? Ja, und ich habe satte 53 Euro ausgegeben. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wissen möchtet, was ich alles ausgegeben habe. Kann ich ja mal irgendwie so eine Art Primark-Haul oder sowas machen. Wir waren jetzt gerade eben bei Starbucks. Voll süß, die hat mir hier so ein Herz drauf gemacht. Ich habe so einen Refresher. Das ist irgendwie Joghurt und Tee, glaube ich. Und dann so Strawberry. Was hast du? Ja, aber Chocolate Cream. Chocolate Cream. Ja, sieht auch sehr lecker aus. Wir gucken jetzt nochmal, was es hier so alles so für Läden gibt und so. Aber wir sind bisher auf jeden Fall recht überzeugt und begeistert. Ich glaube es nicht. Wir wollten was essen und ernsthaft läuft hier in der Live-Übertragung. Da oben Fußball. Vom geilsten Club der Welt. Von was? Vom geilsten Club der Welt. Bremen. Ja. Willst du dich noch unbeliebter machen hier? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Bayern ja ganz gut, ne? FC Bayern München. Und du? Findest du nicht gut? Nee. Ich finde ja den grün-weißen Sport angenehm. Alles klar. Ja, vielleicht wisst ihr, ich stehe nicht so auf normalen Fußball, also so die Länderspiele und so gucke ich mir schon an, aber jetzt nicht so Vereinsspiele irgendwie. Aber ich bekomme gleich meine Pizza von Pizza Hut und deswegen bin ich glücklich und akzeptiere das einfach mal so. So, wir sind zurück aus der Waterfront, also aus Bremen und auch echt kaputt mittlerweile. Ich bin jetzt die Strecke selber gefahren mit dem Auto. Ja, hi. Sie ist bei der Stargast mittlerweile. Okay. Ja, bin jetzt halt echt kaputt, weil ich gefahren bin die ganze Zeit und das strengt ja schon ein bisschen an. Und ich habe es mir jetzt gemütlich gemacht mit Hose und wir haben jetzt mal hier so uns so eine kleine Snackbar zusammengestellt. Also wir haben hier so Kräuterquark, das mögen wir mal ganz gerne zu Chips, zwei verschiedene Sorten und da haben wir so Ananasstückchen. Und ja, wir lassen es jetzt uns gut gehen. Wir gucken ein bisschen DSDS oder ne, wir wollten was anderes gucken, ne? Wie heißt das? Wie heißt das noch? Irgendwie gegen den Star. Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall müsst ihr mir mal schreiben, ob ihr auch solche Samstagabende gerne mögt mit leckerem Essen und Bett und Fernsehen und einfach ganz gemütlich. Ich habe mir übrigens hier auch diese neue Hose gekauft von Primark und ich finde die eigentlich ganz süß. Müsst ihr mir mal schreiben, wie ihr die findet. Ansonsten die anderen Sachen müsst ihr mir ja noch das Feedback geben, ob ihr Interesse an einem Primark Haul hättet. Guten Morgen Leute, ein neuer Tag. Wie ihr seht, ich befinde mich jetzt gerade im Auto, denn, so, besser, denn ich habe ja bei Flo geschlafen und ich wollte jetzt heute Morgen richtig schön mein Lookbook schneiden, was ich gestern gedreht habe und habe mir dafür halt noch so ein paar Sachen runtergeladen, die halt gut dazu passen könnten.
Und das Internet ist zu langsam in einem Programm. Also ich benutze ja immer die Adobe-Programme, also Photoshop, InDesign, After Effects und so. Und ich habe mir jetzt halt gerade noch After Effects runtergeladen, weil ich das auf dem Laptop nicht drauf hatte, auf dem da unten. Und jetzt lädt das so lange und jetzt muss ich das doch an meinem iMac machen. Das heißt, ich muss jetzt mal eben für eine Stunde nach Hause fahren. Mal eben 15 Kilometer wieder, ne? Damit ich, ja, schneiden kann. Und das ist gerade etwas nervig, aber naja, wollte ich euch nur kurz berichten. So, mein Video ist jetzt fertig geschnitten. Ich bin halt zu Hause angekommen. Und es ist auch schon online. Ich fahre jetzt auch gleich wieder, Sonne, zu Flo. Ich wollte euch nur ganz kurz was zeigen. Und zwar, werdet ihr nächste Woche, also Sonntag, also wenn jetzt Mittwoch ist, dann der kommende Sonntag, werdet ihr etwas auf meinem YouTube-Kanal erfahren, was mit einem Gewinnspiel zu Ostern zu tun hat. Und dafür sind jetzt gerade schon ein paar Päckchen vom Benefit angekommen. Da sind ziemlich coole Sachen drin und es sind 1, 2, 3, 4, 5 Päckchen. Ich werde euch aber noch nicht zu viel verraten, aber es hat, wie könnte es nur anders sein, mit Ostern zu tun. Ja, und ich habe das hier jetzt erstmal schon so hingelegt, dass ich da nächste Woche dann das Video filmen kann und euch dann erklären kann, wie ihr diese Sachen gewinnen könnt, wo, wann und unter welchen Bedingungen. Ich verrate nur noch mal eins, schon mal ganz kurz. Falls ihr schon Zeit und Lust habt, könnt ihr ja gerne die Ostereier in meinem Lookbook-Video zählen. Vielleicht habt ihr dann schon einen Vorteil. Naja, auf jeden Fall fahre ich jetzt wieder zu Flo. Chill mich dahin, bearbeite noch ein paar Fotos für meinen nächsten Blogpost. Ich habe ja auch einen Blog, also ich verlinke euch den jetzt hier nochmal kurz, weil das ist so mein kleines Baby, weil ihr wisst ja, ich bin ja Mediengestalterin und ich habe da halt auch ganz viel rumdesignt und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da Feedback zu bekomme. Ja, und da bearbeite ich jetzt noch ein paar Bilder und muss nochmal so ein paar Online-Shops mir anschauen, weil ich bestimmt gerne heute was bestellen möchte. Ja, aber auf jeden Fall wird der Nachmittag, denke ich mal, ganz chillig. Oh mein Gott, Leute. Wie sagt man so schön? The struggle is real. Real? Scheiße! Oh krass, das kommt jetzt in der Kamera gerade nicht so heftig rüber. Aber ich habe mich soeben gebräunt und habe... Oh, jetzt hier. Das meine ich. Scheiße, ey. Ich habe mich gerade gebräunt. Oh, ich habe übrigens auch neue Fingernägel. Sorry, muss ich euch ganz kurz zeigen. Tada! New Nails. Die waren bis gerade ultra matt, jetzt durch das Zeug nicht mehr. Ich war ja bei Primark und habe mir da ein Bräunungszeug mitgenommen. Kostete nämlich nur 3,50 Euro. Ich benutze normalerweise immer ein anderes. Aber ich dachte, okay, probierst du das mal aus. Ich sehe aus, als wäre ich in den Matsch gefallen. Meine komplette Haut ist so grau. Scheiße. Ach, kacke, was mache ich denn jetzt? Also, ich bin gerade etwas überfordert, denn ich sehe scheiße aus und ich muss morgen arbeiten und ich ja, weiß gerade nicht genau, was ich dazu sagen soll. Schön, dass die Zähne sind dann immer so schön weiß. Aber wie auch immer, ich probiere das Bräunungszeug von Primark jetzt nochmal aus und werde euch dazu vielleicht noch eine Review geben. Vielleicht habt ihr auch Bock, darüber ein ganzes Video auf meinem Kanal zu sehen. Aber ich sehe aus wie ein Monster. Scheiße. Egal, wie auch immer. Ja, also das Wochenende ist wieder beendet. Und ich würde dann sagen, ich verabschiede euch jetzt als Monster, als Schlammmonster. Ihr findet hier meine letzten zwei Videos. Ich hoffe, euch hat auch dieser Vlog gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video einschaltet. Und das handelt sich dann um eine Osterverlosung, wo ziemlich coole Sachen mit bei sind. Aber das dann zum nächsten Video. Und ich würde jetzt erstmal sagen, wir sehen uns und bis dann.